Im heutigen Video sprechen wir über einen weiteren Aktiencrash-Indikator, und zwar die Steuereinnahmen und Beschäftigungszahlen. Und okay, das ist blöd. Sekunde. Hallo Donald. Ja, ich wollte gerade das Video über den Markt-Crash-Indikator mit den Steuernahmen. Ja, genau. Ja. Ich habe aber sowieso mal eine Frage, wo ich dich gerade dran habe. Ich habe jetzt diese Videoserie, die ich hier drehe, ne? Und kannst du da mal was machen, dass mal vielleicht runtergeht? Weil dann, ich brauche die Klicks, ne? Also, ist dir schon bewusst? Okay, dann machen wir es so. Ich drehe das Video jetzt kurz ab und dann schicke ich es dir zu, ja? Und dann guckst du mal, was du machen kannst, okay? Ja, schicke ich dir bei Twitter. Okay, alles klar. Ciao. Der Donald. Hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, finanziell frei zu sein? Weiteres Geld zu verdienen und mein Risiko beim Investieren deutlich zu reduzieren. Wenn der Wille zur Führung da ist, dann sehe ich da kein Problem. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Malte-Lingner. Ich hoffe, du hattest bisher einen erfolgreichen Tag. Langsam kommen wir der Serie dem Ende zu. Es gibt jetzt über das Thema hinaus noch ein paar kleinere Brandherde, die wir vielleicht aufgreifen müssen. Was aber klar wird und was wir mitnehmen können, ist, es gibt verschiedene Betrachtungswinkel und es gibt verschiedene Brandherde, die mal größer, mal kleiner sind. Für mich ist entscheidend, dass wir die Kombination betrachten. Und gerade wenn wir die letzten Wochen in der Videoserie betrachten, sehen wir, es gibt verschiedene Ansätze, um an das Thema heranzugehen. Und die Tendenz wird bei den meisten Indikatoren gerade, schlägt die in eine Richtung. Wenn man jetzt diese ganzen Indikatoren dann kombiniert, dann sieht man natürlich, okay, es könnte schwieriger werden. So, das sollte man nur auf dem Schirm haben. Ich möchte gar nicht, dass die Serie hier so unbedingt negativ rüberkommt, weil es ist natürlich super, sich damit zu beschäftigen und das einfach auf dem Schirm zu haben, um sich auch mental vielleicht ein bisschen darauf vorzubereiten. Jetzt sprechen wir aber über Steuereinnahmen. Und dafür springen wir mal hier an den Bildschirm. Ich habe ja eine Grafik mitgebracht, wo wir die prozentuale Steigerung oder negativen Auswirkungen von Steuereinnahmen sehen. So, und da sehen wir, ich habe leider keine aktuellere Grafik gefunden. Wir haben gleich noch ein paar andere Grafiken. Wo wir hier in 2017 und 2016 schon, beginnt das hier, einen rückläufige Steuereinnahmen in den USA sehen. Was heißt das? Das heißt, dass das gesamte Wirtschaftswachstum scheinbar nicht so intakt ist, wie es vielleicht der Aktienmarkt vermuten lassen würde. Denn weniger Steuern heißt auch, dass es ein Zeichen dafür sein kann, dass der Wirtschaft es gar nicht so gut geht, wie man jetzt gerade vermuten würde. Und wenn es um Steuereinnahmen geht, haben wir zum einen Firmen, die Steuern zahlen, und zum anderen Menschen, die Steuern zahlen, also Einwohner des Landes. Deswegen macht es auch Sinn, sich im gleichen Atemzug sozusagen die Beschäftigungszahlen anzuschauen. Und hier habe ich von Real Investment Advice eine sehr gute Zusammenfassung gefunden, die auch sagen, der Titel des Artikels ist Employment, the Trend Matters. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wir sehen ja immer wieder Positivmeldungen für gute Beschäftigungsquoten, sehen wir eindeutiger Auswärtstrend seit 2008, wenn wir jetzt mal hier an die Beschäftigung denken. Wir müssen bei solchen Kennzahlen aber trotzdem hinterfragen, was heißt das denn eigentlich? Denn wir haben auch in anderen Videos jetzt schon gesehen, demografischer Wandel ist ein Thema und Babyboomers, über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber die zählen für mich in den demografischen Wandel mit rein. Was ist denn eigentlich in der Statistik mit drin? Und wenn man sich jetzt hier mal anguckt, wie die Wachstumsraten denn eigentlich aus den Beschäftigungsquoten sind, sieht das Ganze schon anders aus. Und was jetzt hier wichtig oder interessant ist, haben wir hier auch im 3-Monats-Vergleich haben wir eher einen Abwärtstrend im Zuwachs. Sehen wir aber hier diese A Simpler Method for Looking at Employment. Und zwar sind das hier 12-Monats bereinigte Durchschnittsdaten von nicht-saisonalen Arbeitern. Und da sehen wir, wir haben einen einen Abwärtstrend, der sich einzeichnet. Und wenn wir jetzt hier angucken, diese Punkte hier sind immer eine Rezession, sind wir auch hier auf einem, auf einem Weg, der nach unten führt und der in der Vergangenheit zumindest dazu geführt hat, dass es einen Abschwung gab. Und ein Punkt, der mir bei der Recherche dann auch aufgefallen ist, den ich selbst nicht auf dem Schirm hatte, war, kommen wir uns das mal hier an, dass die Babyboomers an sich viel, viel länger arbeiten. Das ist jetzt wieder ein weiterer Faktor, der mit reinkommt. Wie viel Vermögen besitzt denn eigentlich der durchschnittliche Amerikaner, beziehungsweise man muss das ja nicht immer nur auf Amerika anwenden.
dass viele in dieser Statistik, die bis 55 geführt wird, rausfallen, weil sie mittlerweile einfach länger arbeiten. Weil sie es sich nicht leisten können, in Rente zu gehen oder zu, wie man es dann nennt, retiren. Und deswegen die Gesamtbeschäftigungszahl natürlich wächst. Wenn wir uns dann aber die Statistik im Detail angucken, wie wir es hier gemacht haben, haben wir ein ganz anderes Bild, was sich gibt. Und das sind in Kombination wieder mit den Steuereinnahmen und den Beschäftigungen Brandherde, die darauf hinweisen können, dass es der Wirtschaft vielleicht gar nicht so gut geht, wie jetzt gerade die Kurse vermuten lassen. So, was dann dazu kommt, hier ist es auch nochmal aus 2017 eine weitere Studie, die ich gefunden habe, dass es hier halt rückläufig ist, das Employment Growth, wenn man sich das nur bei den 500 größten Firmen anschaut. Und wenn wir Menschen haben, die arbeitslos werden, ist es nur zwangsläufig, dass sie natürlich weniger ausgeben. Denn weniger Einkommen, weniger Ausgaben, das hängt irgendwie zusammen. Deswegen geht es dahin, dass sinkende Steuereinnahmen, sinkende Beschäftigungsquoten natürlich damit zusammenhängen, dass wir eine sinkende Wirtschaft bzw. sinkenden Wachstum haben. Das hängt alles damit, das hängt alles halt miteinander zusammen. Deswegen ist dieser Indikator sehr, sehr interessant zu betrachten, sehr, sehr wichtig zu betrachten, weil das immer nur die logische Konsequenz ist, egal wie stabil ein Unternehmen auch sein mag, wenn kein Geld dafür da ist, um bestimmte Produkte zu kaufen, dann können die Produkte so gut sein, wie sie wollen. Das heißt, wir haben ein sehr komplexes Bild, was sich hier ergibt, was viele Zusammenhänge hat, die als Aktiencrash-Indikator aber sehr, sehr relevant sind, weil wir einfach sagen können, weniger Steuereinnahmen, daraus resultiert, es sind scheinbar weniger Menschen, die Steuern zahlen, beziehungsweise das Wachstum ist einfach geringer. Weniger Leute, die Steuern zahlen, heißt Konsequenz, weniger Leute, die beschäftigt sind. Weniger Beschäftigte heißt weniger Wachstum. So, das heißt, es sind Themen, die zusammenhängen, die wichtig sind, die zu berücksichtigen und dass man sich auch vorstellen kann, woher kann denn so etwas ausgelöst werden. Das heißt, wie immer nicht, dass es jetzt bald passiert, das kann sich weiter noch hinziehen, aber das sind alles Anzeichen, die man betrachten kann, die man nicht ausblenden sollte, um einfach zu sagen, ich bin auf das, was passieren könnte oder wird, wann auch immer, mental eingestellt. Dafür ist die Serie gedacht. Und wenn du jetzt noch mehr über das Investieren erfahren möchtest, vor allem auch, wie man vielleicht Taktiken, Strategien anwenden kann, die gegenfinanzieren, wenn es denn mal im Crash passiert und nichts anderes mache ich selbst auch mit der gesamtheitlichen Strategie, wie ich sie anwende, dann ist zumindest meine Videoserie, die es hier nicht auf dem Kanal gibt, ein guter Einstieg für dich. Die kannst du dir gerne angucken, die ist hier irgendwo verlinkt oder auch unterhalb. Die kannst du dir einfach kostenlos angucken, dann schicke ich das Ganze per Mail zu. Schritt für Schritt erfolgreich investieren mit regelmäßigen Einnahmen. Das schenke ich dir gerne. Ansonsten, was denkst du zu diesem Marktindikator? Lass es mich mal hier unten, beziehungsweise Crash-Indikator, lass es mal hier unten in den Kommentaren wissen. Wenn es dir gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Ich hoffe, du hast einen weiterhin finanziell erfolgreichen Tag. Bis dahin, mach's gut. Ciao.